wir sind jetzt schon ein Jahr, haben wir hinter uns nach unserer Geschäftseröffnung letztes Jahr im Juli. Wenn man das so rückblickend betrachtet, waren das wirklich Situationen der Hochschaubahn. Das Geschäft abreißen wir, das Geschäft neu aufzubauen, dann alle Kostenvoranschläge, die uns da unterbreitet wurden im Laufe der Zeit, wurden alle ums Doppelte und mehr eigentlich überschritten. Das heißt, wir hatten auch die Sorge der Geldbeschaffung natürlich und dann des zeitgerechten Fertigwerdens. Und naja, das ist nur gegangen, indem dass die Wohnung und ich da zusammenhielten und uns da reingestellt haben und gesagt haben, bitteschön, wir stehen jetzt da, wir machen hier alles neu, wir machen jede Installation hier neu, aber diesen Weg gehen wir. Naja, jetzt ist ein Jahr beinahe vergangen und wir haben eigentlich seit Anbeginn, seit unserem ersten Eröffnungstag, das Geschäft voll. Ja? Und da kann man sich dann schon auch fragen, ist das jetzt Glück oder ist das jetzt der Können oder ist das beides? Und wir sind dann schon zu der Erkenntnis gekommen, dass so wie wir das machen, machen wir das gut. Natürlich, man darf nicht stehen bleiben. Und natürlich, man darf nicht sich auf seinen Lorbeeren ausruhen und darf nicht sagen, so, ich habe jetzt ein tolles Jahr gehabt und das reicht mir. Nein, wir haben uns für diesen Sommer schon vorgenommen, etwas mehr zu machen. Und dazu gehört natürlich auch, einen Gasgarten zu kreieren, einen Gasgarten zu bauen. Und haben dann nach 3 Monaten Verhandlung und 6-wöchiger Bauzeit uns einen schönen Gasgarten hingebaut. Und das war dann der Anbeginn eigentlich einer guten Sommersaison. Und erwarten uns jetzt über das jetzige Liebstöckl, das ist mittlerweile seit 20 Jahren ein Begriff hier im Bezirk ist, erwarten uns daraus eigentlich jetzt schon, dass es zurückkommt, dass Leute wissen, hier ist die Familie Petersen, sie wissen, was sie tun, sie kommen kochen, sie sind freundlich, sie sind Unternehmer, sie sind wirtschaftlich, aber sie sind auch nur für den Kunden da. Dass wir das von den Kunden zurückbekommen, oder so wie es jetzt auch ist, und noch mehr, und dass wir eine gute Sommersaison, danach legendär unsere ganze Zeit, und dieses Jahr dann auch so abschließen können. Und werden alles dafür tun, gut zu sein, die Besten zu sein und uns dann fürs kommende Jahr zu rüsten. Ja, das ist unser Ziel. Super, noch einmal, bitte. Das ist die Kuh, das ist